Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marschmap ohne Gräben Version 3.1. Wir sind fleißig am Kartoffelernten, das zieht sich. Die Terrados sind nicht so wirklich Helfer geeignet. Cosplay macht da nicht so richtig mit. Ich habe aber auch Probleme mit meinen normalen Helfern, die wollen irgendwie nicht. Warum auch immer. AI-Vehikel will nicht. Das Einzige, was gut funktioniert, ist das Aussehen auf Feld 1. Da sehen wir Weizen aus. Und ja, wir gucken mal. Wir werden die anderen beiden Felder, Feld 2 und Feld 20, werden wir mit Raps aussehen. Und Feld 4 und eins von den Rübenfeldern werden wir mit Weizen auch versehen. Auch Weizen, auch für die Mühle was. Vielleicht nehme ich auch Roggen für die Mühle, mal gucken. Mal sehen, ich weiß es noch nicht. Wir werden schauen. So, was ich auch noch machen muss. Meine Kühe brauchen Futter. Denkt. So, dann nehmen wir uns den mal. Der ist zwar Overkill, aber der steht hier gerade so praktisch. Damit machen wir uns mal eine Ladung. Mischration fertig. Ach, wisst ihr was? Wir holen die Mischration direkt am Werk ab. Weil da ist das Lager eh übervoll. Und dann können die da nämlich auch weiter produzieren. Hm? Was soll's? Komm. Ah! Ja, schön durchs Feld von anderen Bauern. Der freut sich. Da muss ich gleich erstmal anrufen, mich entschuldigen. Dann pass auf. Schick mir eine Rechnung oder komm vorbei auf ein Bierchen. Und dann klären wir das. Das war keine Absicht. Ich war einfach zu schnell in den Schleudern gekommen. Und ja. Das kann eben mal passieren. So, auf einmal. Voll machen, bitte. Das dauert jetzt einen Moment. Ja, die Kartoffel läuft. Der Dünger läuft. Ja, die Strohproduktion, die Strohballenproduktion läuft auch, wenn auch nur so halb. Da muss ich mir nicht was anderes einfallen lassen. Egal. Wir gucken nachher mal, wie viel er reingeholt hat, sonst fahren wir da selber von Hand nochmal drüber, holen noch ein bisschen Stroh. Wenn uns das aber reicht, dann soll es das gewesen sein. Wir haben jetzt nicht den Riesenstrohbedarf. Also hier kann noch ein bisschen Stroh hin. Naja, aber ansonsten ist hier eigentlich alles. Hier können noch ein paar Grasballen hin, die liegen noch auf dem einen Feld neben dem Händler. Die müssen wir nur einsammeln. Packen wir hier noch ein paar Strohballen hin. Die bei den Rindern liegen genug Strohballen. Das ist schon alles völlig okay. Dann haben wir auch gleich das halbe Lager. Wenn wir hier die beiden abholen, das Lager hat eine Kapazität von 300.000. Einer dieser Trailer fast 75.000. Haben wir 150.000, die wir hier abholen mal ebenso. Können ja mal gucken, was denn hier noch so rumliegt. Prozenten, 72% Stroh, 76% Silage, 86% Gras. Ja, Fischfutter holen wir ja gerade ab. Ah, es waren nur 86. So, zack. Ich mal ein bisschen Gras dazugepackt. War 88% beim Gras. Ja, okay. Na los.
weiß, so viel Kraftfutter brauchen wir nicht für die Kühe. Aber hier kann die Firma, hier kann die Fabrik arbeiten. Hallo. Hallo. Der Dolly ist scheiße. Ich glaube, ich muss mir mal den von Fortuna holen. Doppelachser, Tandemachser, Dolly. Dann habe ich auch ein bisschen mehr Platz. Dann klappen hier auch meine Haken, die sich auch nicht mehr. Oh, wie viel Wolle haben wir eigentlich? Oh, wir müssen Wolle abholen und Stoffrollen produzieren. Wir haben so viel auf dem Schirm. Aber erstmal will ich die Ernte einfahren. Versteht ihr sicherlich? Siehst du, ist doch hier fein säuberlich. Schön am Sehen. Das erste Weizenfeld. Super. Näher ranzoomen. Hier kommt Lilly. Und vorbeifahren. Mal gucken, welche Ration wir hier loswerden. Ansonsten seht ihr, Gras ist da, Stroh da. Krass. Sagen denn meine Tiere. Oh, voll. Moin. Moin. Oh, irgendwo kommt jetzt hier gleich einer angeheizt, wenn wir seine Kartoffeln loswerden. Ich will aber erst meine Mischration loswerden. Er ist wieder gegen die Mauer gegen den Baum gefahren, wetten. Abfahrer einstellen. So, bringen wir dann Quatsch weg. Kartoffeln. Hm.
Ja. So viele Eingriffe, ey. Das ist doch ätzend. Das nützt ja nicht. Deine Kartoffeln weg. Wissen ja alle, wie das ist. Den Bauern, den Kartoffeln. Das läuft hier. Da drüben das Sehen, das sieht auch gut aus. Sehr schön. Übertreibt man nicht. Ja. So. Sagen meine Kühe, wir sind zufrieden. Haben alles. Schafe haben auch alles. Wunderbar. So, das nächste, was ich machen müsste, mal hier aussteigen. Also ein paar verschiedene Dinge. Truck fahre ich ja gerne, ne? Erstmal Wolle bei den Schafen ab, in die zur Weberei. So, was haben wir hier hinten? Alle, ja, ist doch super. Mal Arbeitsmodus einschalten. In der Hoffnung, dass ich jetzt hier nicht so viele Anfragen von meinem komischen meiner Kartoffelernte kriege, dass die Strohernte auch einigermaßen läuft. Arbeitsmodus aus. Ja, nicht. Ah, da ist ein Graben. Dies. Lass mal erstmal schön schnell Stoff draus basteln. Hm.
Was haben wir noch? Joghurt wollten wir kommen, ne? Joghurt bei Edeka. War nicht gut. Hier muss ich auch noch neue Cosplay-Kurse einrichten. Hier ist die Warenanlieferung. Nein. Anlieferung Rolle. Ja, da hier. Ab zur Molkerei. Man hört nichts, ne? Von meinen Kartoffelerntern und wäre ja cool, wenn das mal hier so ein bisschen läuft. Finde ich ja gar nicht so schlecht. Wollen wir mal drin sitzen, ist nicht so laut, ne? Da so. Erstmal alles an Joghurt. Jetzt fahren wir von der anderen Seite aus rein in die Lagerhalle. Bei der Molkerei. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar oder ein Like. Abonniert mich. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne, ciao!